Seid willkommen, meine lieben Freunde. Mein Name ist Layena aus dem Volk der Elben. Ich entführe euch an einen magischen Ort, an dem der Zauber unseres Volkes noch immer zu spüren ist. Begleitet mich auf eine fantastische Reise, deren Ereignisse euch den Atem rauben werden. Ereignisse, die ihr nie vergessen sollt. Eine Reise zum Elbenwald-Festival 2022. Gute wie, Freunde, wir sind hier gerade vom Zelt und jetzt müssen wir haben Scheiße gebaut, wir müssen jetzt alle zum Nachsitzen. Oh ja. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was uns gleich erwartet, was wir machen müssen. Vielleicht euren Mist wegmachen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber. Ja, schauen wir mal, was wir machen müssen. Also, wenn das ist, ihr ruft an, gell? Ja, machen wir. Hinter uns stehen schon zwei Lehrer. Mein Handy auch, oder? Und ja, schauen wir mal, Leute. Potter vor für Gryffindor. So, ihr Lieben, jetzt wird's ernst. Wir sind jetzt im Zelt. Wir sind jetzt auf unsere Plätze verwiesen worden. Ja. Und müssen gleich nachsitzen. Ja. Danach sitzt wie nicht gebaut. Genau, dass wir scheiße gebaut haben, weil wir blind sind. Ja. Und mal sehen, was wir gleich machen müssen. Mhm. Könnt ihr kommentieren. Richtig. Könnt ihr euch Strafen ausdenken, die wir machen sollen. Ja, genau. Schauen wir mal. Was müssen mit Harry Potter zu tun haben. Ja, auf jeden Fall. Muss was mit Harry Potter zu tun haben. Ja, genau. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Wir müssen jetzt Flubberbürmer suchen. Flubberbürmer, Froschleier, Vorschleich. Was ist das denn da unten? Das sind Steine. Steine. Dann nehmt ihr doch gern auch raus. Da sind Steine drin. Oh Leute, das fühlt sich eklig an. Wie fühlen die sich an? Gryffindor Punkte abgezogen. Die fühlen sich an wie solche Gummi, Haribo Gummi oder so ein bisschen. Aber ich glaube nicht zum Essen. Wie war das? Wie überraschend? Wie gut, dass es Töpfchen genau. Ist. Was machen wir mit denen? Ja. Guck mal, die auch dabei. Ah, die fallen ja. Raus. Ja, was machst denn du? Nein, ich mach nix. Drin sein. Ich bin weniger. Stimmt. Ja, geil. Ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck der Arbeit. Ja. Hilft. Oh. Weasley. Was ist das eigentlich? Hä? Das sind solche Orbeez-Kugeln. Was ist das? Das sind solche Gummikugeln, wenn man die ins Wasser tut, dann gehen die auf. Ah. Aber bleiben dennoch relativ fest. Ich weiß nicht, ob ihr solche Stressbälle kennt. Manchmal sind da auch solche Kugeln drin. Und das sind solche Kugeln. Ah. Ja, witzig. Das fühlt sich auch so glibberig irgendwie an. Ey. Schaut gut aus. Hallo, Tommy. Gute. Hilfe. Der ist daneben gegangen. Also die Dinger füllen sich, ja, das ist schon mal gut. Kann man das essen? Nein. Nein, das musst du mit seinem Rüssel nehmen und deinem Rüssel und dann. Fühlt sich voll interessant an. Ja, das wird Blubberbaum schneiden. Ja, geil. Wir müssen wir sortieren. Ja, zum Glück nicht nach Farbe. Nee. Madame Pomfrey, wollen Sie auch etwas sagen? Das ist sehr gut, ich sehe, es wird sauber. Das ist sehr
Warum müssen Sie denn eine Strafarbeit machen? Warum sind Sie denn beim Nachsitzen gelandet? Ach, Robin, sag du es. Ja. Alles Mögliche. Med geklaut, Experimente mit Dr. Filibusters Feuerwerkskörpern. Genau, wir sind in die drei Besen eingebrochen, haben Med geklaut und versucht, den verbotenen Wald zu bunkern. Ich sehe, es ist rechtens, dass Sie im Nachsitzen. Ja. Und dann sind wir verpfiffen worden und der Rest ist Geschichte. Verstehe. Ja, Mrs. Norris hat uns erwischt. Stimmt. Dann hat sie Filch gerufen, der Rest war Geschichte. Genau, die Dinger werden langsam voll. Ja, die alle verpfiffen hat. Ihrer Tasche ein Ausgehenszauber. Ja, genau. Ich hab euch verpfiffen. Was ist das denn? Ein Feuerstein? Oh, der sieht ja schick aus. Sehr schick, ja. Das ist so ein roter. Ein Kahngestein, oder was ist das jetzt? Wüsste ich jetzt auch nicht so genau. Du, ich hab den Stein der Weisen. Was macht der denn bei den Blubberbirnen? Soll der auch da rein, die Steine? Ja, gerne. Entschuldigung, ich wollte nicht nass machen. Gott sei Dank habe ich mein T-Shirt an, das wird alles eh trocken. Ja, so alles in die Wäsche. Ich habe was verloren. Kein Problem. Ist nicht schlimm. Also das Ding wird voll. Das Ding wird voll? Ja. Will ich wohl doch hoffen. Das muss leer sein hier. Leute, schätzt mal, wie viel ist da drin. Was denn? Wie viele von diesen Kugeln sind da drin? Aber tausende. Oh, jetzt fallen alle auf den Boden. Ja. Hallo. Lili, möchtest du etwas sagen? Hallo. Dorcas. Und Marleen. Ist für YouTube. Oh, hallo. Getroffen. So. Es ist das wert? Es ist die Straftat wert? Ja. Ist es? Ja. Die fallen auf den Boden. Kein Problem, alles gut. Weil das irgendwie werden die Dinge jetzt. Besser besuchen sie hier als auf dem Boden, wa? Das Wasser wird nicht leer, komischerweise. Was ist das? Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ich weiß nicht, wie viel von den Dingern da drin sind. Ich glaube, das wissen wir auch nicht. Aber die Dinger werden voller, da die Schäfchen. Das stimmt. Das ist. Ich habe hier noch sogar ein Schäfchen. Pack ich mal bei dir noch was rein. Was war das? Achso. Also wenn Hermine uns verpfeift, dann bin ich ein Flubberwurm. Ja. Deswegen müsst ihr ja jetzt auch Flubberwurm machen. Ja. Habt ihr auch schon Flubberwurm mal ergriffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Dinge aussehen. Ich glaube nicht. Doch, ich hatte, glaube ich, vorhin. Oh, die Schalen sind voll. Sie sind richtig fleißig. Dann geben Sie mir einen Moment. Ich werde die Schalen leeren, dann können Sie gleich weitermachen. Ah, okay. Ich habe einen Flubberwurm. Nimm mal kurz deine Hand hoch. Hier, das ist ein Flubberwurm. Das ist so ein Flubberwurm. Hier, willst du auch mal? Das ist so ein Flubberwurm. Ja, einen Moment. Das ist. Der lebt. Siehst du? Der lebt. Komm schon. Wie war der, wer wir fühlen? Ich, Flubberwurm. Hier. Ja, genau, du hast auch einen. Das ist so ein Flubberwurm. Wow. Die fühlen sich ja komisch an. So, wir wurden uns jetzt entlassen. Wir haben unsere Strafe verbüßt. Unsere Strafe wurde für verbüßt erklärt. Und ja, jetzt sind wir wieder in der Freiheit. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, auf jeden Fall vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die tolle Begleitung. Gerne. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Und hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Fortsetzung folgt.
Vielen Dank fürs Zusehen.